Hallo Leute, wir wollen euch heute den neuesten Spross der Hebeanlagenfamilie von Pentair Jungpumpen vorführen, den Hebefix Mini, und ihn anschließend dann in ein Badmöbel einbauen. Gut, wir haben hier ein Badmöbel installiert, um mal unseren Hebefix Mini im Einsatz zu zeigen, in unserem Technikum für die demnächsten Schulungen. Wir haben hier schon mal eine Druckleitung angeschlossen, vorbereitet und auch eine Zulaufleitung von der Seite. Da ist unser Plankofix-Funktionsmodell angeschlossen, das dann in den Hebefix Mini fördert. Und von oben kommt das Waschbecken mit dem Siphon. Dazu brauchen wir natürlich den Mini. Wir machen den gleich mal auf und gucken auch mal hier unter die Abdeckung, öffnen dann noch den seitlichen Zulauf. Und dafür brauchen wir den Gummiabgangswinkel mit den beiden Schellen, das Fitting, Übergangsstück für die Rückschlagklappe zum Anschließen, den Aktivkohlefilter selbstverständlich für die Lüftung und die beiden Steckdichtungen hier, die wir gleich für die Rohrleitung brauchen. Was auch ganz wichtig ist, wir sollten den Hebefix Mini auch immer gegen Verschieben sichern, so wie es möglich ist. Der hat auf beiden Seiten kleine Einkerbungen, wo man diese Auftriebssicherung festmachen kann. Das schrauben wir also gleich hier mit diesem kleinen Halter an den Boden dieses Badmöbels fest. Um die Abdeckung des Hebefix Mini zu öffnen, brauchen wir einen 20er Torx. Da haben wir hier von oben zwei Schrauben, die wir aufdrehen können, die in Gewinde eingesetzt sind. Da gibt es eine kleine Dichtung. So, und so haben wir den Deckel mal abgemacht. Jetzt können wir hier schön das Innenleben sehen. Hier haben wir die Motoreinheit, die man komplett rausnehmen kann mit der Pumpeneinheit oder nur den Motor. Wir haben die Möglichkeit, hier oben auf die Welle zuzugreifen. Mit einem breiten Schraubendreher könnte man drehen, falls es mal irgendwann eine Blockierung gibt. Hier oben ist der Zulauf, hatten wir schon. Hier ist das Lüftungsventil und hier setzen wir dann auch gleich unseren Aktivkohlefilter ein. Und hier ist die Öffnung, der Deckel, um an das Schwimmersystem zu kommen. Der kleine Schwimmer, der hier unter sitzt, schaltet den Hebefix Mini ein. Und dann haben wir hier noch die Schaltelektronik und den Mikroschalter zusammen mit dem Kondensator der Pumpe. Wir brauchen für unsere Einbausituation den seitlichen Zulauf auf der Seite des Druckabgangs. Den müssen wir jetzt öffnen. Beide Zuläufe sind geschlossen, können mit der Lochsäge 56 mm geöffnet werden. Das geht auch mit dem Hammer, aber natürlich nicht so gut und so sicher. Ganz wichtig, der Proppen darf nicht in den Behälter fallen, der ausgebohrt wurde. Hier ist er jetzt in der Lochsäge. Perfekt. Aber sonst darauf Acht geben, dass er nicht reinfällt. Natürlich sollten wir eine Bohrung auch entgraten, das heißt hier diese scharfe Kante mit der Rückseite eines Cuttermessers und Pfeile oder etwas Schmirgelpapier entgraten. Wichtig ist natürlich, dass wir auch dafür sorgen, alle Späne aus dem Behälter zu entfernen. Dazu. Man darf ihn auch öffnen und aussaugen, nicht verboten. Gut, dann setzen wir jetzt die Steckdichtungen ein. Hier einmal die 50er. Für den seitlichen Zulauf. Hier oben die 40er nachher für den senkrechten Zulauf. Wir können den Aktivkohlefilter schon einsetzen. So, dann setzen wir den Deckel schon mal wieder drauf. Ein bisschen aufpassen hier mit der Kabeleinführung. So, jetzt haben wir hier noch unseren Druckabgangswinkel. Den können wir auch schon mal mit der Schelle vorbereiten und hier auf den Druckabgang stecken, der ja nachher dann zusammen mit der Rückschlagklappe verarbeitet wird. Dazu machen wir erstmal gleich den Fitting in die Rückschlagklappe und stecken das jetzt erstmal hier vor. Gut, jetzt bereiten wir den Anschluss vor. Dazu zunächst mal den PVC-Fitting nehmen, das Gewinde ein wenig aufrauen. Wir arbeiten hier bei Kunststoff mit Teflonband oder Teflonfaden, je nachdem, was ihr bevorzugt. Gut, dann schrauben wir den Fitting mit dem Gewinde unten in die Rückschlagklappe R32 ein. Setzen die Schelle auf. So, dann positionieren wir schon mal unsere Schelle hier vor, die wir gleich brauchen, um die Druckleitung final zu fixieren, und nehmen jetzt unsere Rückschlagklappe auf den vorbereiteten Gewindeanschluss von der Druckleitung, hier in diesem Fall aus PVC auch, und schrauben das drauf. So, mit dem gelben Proppen nach vorne wäre ideal, damit man hier leicht die Druckleitung ablassen kann, falls es mal erforderlich sein sollte. Gut, dann haben wir alles soweit vorbereitet. Nehmen jetzt ein bisschen Gleitmittel für die Anschlüsse, die wir schon vorbereitet haben.
das senkrechte Abgangsrohr auch. Hier dürfen wir auch ruhig ein bisschen reinmachen, dann fällt uns das gleich leichter. Gut, dann setzen wir das Gerät mal rein. Hier haben wir einen Schrank. Gut, wie eingangs schon gesagt, müssen wir hier noch eine Befestigung für den Behälter vorsehen, eine sogenannte Auftriebssicherung, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Boden stehen würde. Aber auch hier in so einem Schrank ist es natürlich wichtig, dass er sich nicht verschieben kann, damit nicht irgendwie dann eine böse Überraschung beim Duschen passiert, wenn der Plankofix, der Zulauf hier zum Beispiel, gelöst ist. Dafür nehmen wir diesen Winkel, der dabei ist. Dafür müssen wir den Mini ein bisschen anheben, sonst kann man den nicht einsetzen. Und drehen diese Schraube rein. Wir haben das hier wie in einer guten Kochshow schon mal vorbereitet und ein kleines Loch gebohrt. Und setzen jetzt die kleine Spackschraube hier rein. Das ist nicht die Schraube, die wir im Lieferumfang haben. Diese wäre für diesen Fall doch ein bisschen zu groß. So, anschließend dann natürlich noch Stromversorgung. Die Steckdose hat unser Elektriker angebracht und natürlich auch auf Sicherheit geprüft. Und jetzt kann das Ganze losgehen. So, dann testen wir jetzt noch den seitlichen Zulauf vom Plankofix. Wir aktivieren den. Der Plankofix pumpt das Wasser also jetzt durch den 50er Anschluss seitlich in den Hebefix Mini. So, dann haben wir alles fertig. Der Mini ist versteckt im Schrank. Diesmal hat es auch gar nicht wehgetan. Und wir lassen nochmal laufen und schauen uns zu, wie der Mini das Wasser hier in unserer Show-Installation über die Rückstauebene in die abgehängte Sammelleitung pumpt.